Bei Deutschland sucht den Superstar stellen sich so einige Kandidaten und Kandidatinnen den strengen Juroren. Einige von ihnen haben es weit geschafft und konnten stimmlich überzeugen. Doch auch optisch machten die Sänger und Sängerinnen auf sich aufmerksam. Wir zeigen euch, wie die heißesten DSDS-Teilnehmerinnen früher und heute aussehen. 2012 gewann Luca Henny die 9. Staffel der Castingshow. Damals noch jung und bubenhaft sang er sich in die Herzen der Zuschauer. Heute ist Luca neben dem Singen auch noch als Model tätig. Kein Wunder, denn der geborene Schweizer ist ein echter Hingucker. Erinnert ihr euch noch an diesen charmanten Sänger? Ardian Bujupi war schon zu Zeiten seiner Teilnahme ein echter Schönling. Gemeinsam mit Sarah Engels und Pietro Lombardi kämpfte er in der 8. Staffel um den Titel. Auch heute noch zählt Ardian zu den heißesten DSDS-Kandidaten aller Zeiten. Bleiben wir in der 8. Staffel. Sarah Engels verzauberte alle mit ihrer Stimme und ihren wunderschönen Looks auf der Bühne. Noch heute ist sie eine echte Schönheit, wie sie vor allem auf ihrem Instagram-Account immer wieder beweist. Aneta Sablik ist eine der schönen Siegerinnen von Deutschland sucht den Superstar und gewann die 11. Staffel. Auf Instagram teilt sie immer wieder Videos, auf denen sie singt, und wie man sieht, ist die gebürtige Polin immer noch wunderschön. Ebenfalls als Sieger in unserer Liste ist Alexander Klavs. Der Gewinner der allerersten DSDS-Staffel konnte sich schon damals vor den Frauen kaum retten. Auch heute noch fliegen ihm mit Sicherheit etliche Herzen zu. Kein Wunder bei diesem charmanten Aussehen. Als absolute Sexbombe gilt eine Kandidatin der 5. Staffel. Die Rede ist von Linda Theodosio. Nicht nur stimmlich begeisterte die Schönheit, sondern auch ihr Aussehen brachte die Männerherzen zum Schmelzen. Heute noch macht die Sängerin einfach eine tolle Figur. 2013 musste Ricardo Bielecki DSDS im Halbfinale verlassen, sehr zum Leidwesen seiner vielen weiblichen Fans. Denn damals wie heute ist Ricardo ein echter Blickfang. Aus der Öffentlichkeit hat er sich allerdings weitestgehend zurückgezogen. Der ein oder andere kennt ihn sicher noch, René Müller. Er war bereits in der 10. und 13. Staffel von DSDS dabei und schon damals ein echter Blickfang. Heute zeigt sich der ehemalige Kandidat mit einem dichten Vollbart und wirkt super männlich.